In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Tür- und Treppenwächter schnell und einfach aufbauen. Fügen Sie zunächst die Kunststoffteile A bis D an die entsprechenden Alustäbe E und F an. Positionieren Sie nun mit Hilfe der Wasserwaage V die vormontierten Stäbe senkrecht an der gewünschten Montagestelle. Markieren Sie die Bohrlochpositionen und bohren Sie entsprechend die Löcher. Anschließend befestigen Sie die vormontierten Stäbe mit den passenden Schrauben und gegebenenfalls Dübeln am Montageuntergrund. Nun setzen Sie die Teile G und H oben auf das in der Öffnung angebrachte Teil F und befestigen sie mit den Schrauben T. Um Trend- oder Clear Vision vor einer Öffnung zu montieren, fügen Sie bei Teil F vor dem Verschrauben oben die Abstandhalter K, N und O sowie unten J ein. Befestigen Sie nun die Stäbe E und F neben der Öffnung an der Wand. Setzen Sie anschließend die Teile G und H auf Stab F und schrauben sie fest. Hängen Sie Clear Vision auf der Gelenkseite ein und lösen mit den beiliegenden Imbusschlüsseln die Schrauben der oberen und unteren Verbindungsklammern. Danach ziehen Sie die beiden Acrylhälften auseinander, bis Sie die Verschlussseite oben und unten in Teil F einhängen können. Ziehen Sie nun die Schrauben der Verbindungsklammern wieder fest. Lösen Sie bei Trend mit den beiliegenden Imbusschlüsseln die Schrauben der oberen und unteren Verbindungsklammern ein wenig, sodass sie sich auseinanderziehen und herausnehmen lassen. Stellen Sie Trend mittig in die Öffnung und nehmen Sie die Grobeinstellung der Breite vor. Nun fügen Sie die Verbindungsklammern wieder an den vorgegebenen Stellen ein und schrauben sie fest. Hängen Sie Trend auf der Gelenkseite ein. Lösen Sie zur Feineinstellung die Schrauben der Kunststoffteile an allen vier Ecken und ziehen diese gleich weit auseinander, bis Trend an der Verschlussseite eingehängt werden kann und mittig in der Öffnung steht. Anschließend schrauben Sie die Schrauben der Kunststoffteile wieder fest. Zum Öffnen schieben Sie die Grifftaste zurück und heben die Tür an. Der Farbindikator zeigt zur Warnung bei geöffneter Tür ein rotes Feld an. Zum Schließen positionieren Sie die Verschlussseite der Tür wieder über der Verschlussöse und drücken sie nach unten. Ist die Tür richtig eingerastet, zeigt der Farbindikator ein grünes Feld an. Um die Öffnungsrichtung zu begrenzen, lösen Sie mit Hilfe des Imbusschlüssels die vordere Schraube des Griffs und entnehmen die Schraube mit dazugehöriger Hülse. Setzen Sie nun den passenden Richtungsstopper I ein und schrauben diesen wieder fest. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise vor der Montage sorgfältig durch. Die Sicherheitsfunktion des Artikels könnte sonst beeinträchtigt werden. Was man liebt, das schützt man. Rea.